Mann. Habe ich verpasst. Aber ich glaube, das ist schon richtig. Da ist sie doch. Hier, nee. Aber ich weiß doch, wo das ist. Ich habe das doch gesehen. Also ich glaube, die halten mich hier alle für blöd. Wer ist das? Harry, ich war nicht in Kräuterkunde und Professor Sprout wird bestimmt böse sein. Hm. Hallo Neville, was ist passiert? Ich habe mich verlaufen und dann bin ich aus der Wand hinter mir herausgekommen. Das ist wohl ein Geheimgang. Ah, echt? Na, dann gehe ich doch mal gucken, was da ist. Ah, da konnte ich vorhin nicht durch. Ah. Oh, nee. Oh, scheiße. Oh, Gott, was ist das denn? Oh, nein. Was sind denn... Hallo, lass das doch mal. Ey, ich bin gleich schon wieder tot. Was ist das denn? Ach, du Scheiße. Was sind denn das hier für Viecher? Ja, ich glaube, ich hätte echt nicht nach Hogwarts zurückkehren sollen. Das ist ja gemeingefährlich hier. Hier wird man ja fast umgebracht. Was sind das für eine Schule, Mensch? So. Also anscheinend darf ich diesem Fettklops nicht zu nahe kommen. Ja, und was ist jetzt hier? Hier ist gar nichts. Wow, hat sich ja voll gelohnt. Oder ist hier irgendwie noch was? Was soll das denn? Verstehe ich nicht. Oh nee, dieses Scheiß. Das soll weggehen. Geh weg! Mann, die scheiß Kamera hier! Was bringt mir das denn? Ich verstehe das. Geh weg! Also ich darf die nicht abschießen, sonst wird die sauer anscheinend. Aber ich kann die auch nicht besiegen. Und das ist in Ordnung, wenn ich hier die Kleinen... Das ist okay, oder was? Na gut. Oh, dieses Geräusch macht mich wahnsinnig. Ja, aber es hat eigentlich nichts gebracht, ne? Naja, dann nicht. Gehe ich zurück. Hä? Was? Harry, ich warte immer noch drauf, dass du zum Quidditch-Training kommst. Wir treffen Ja. uns auf dem Quidditch-Übungsgelände gegenüber der Brücke am Haupteingang von Hogwarts. Ey, das sind gerade mal 2 Minuten vergangen und der macht schon so einen Stress. Was ist denn das für eine Memme, ey? Spinnst du? Nö, ich mache jetzt hier erstmal meinen Scheiß. Der hat mir gar nichts zu sagen. Ich bin doch eh der Beste. Ich gewinne eh jedes Spiel. Ist doch klar. Gott, ey. Was sind das für einer? Dem werde ich erstmal was erzählen, wenn ich da ankomme. Spinnt wohl. Mr. Wichtig. So. So, ist hier noch ein Geheimgang oder was? Man erkennt die... Ich finde, man erkennt die nicht... Also schon, aber... Man muss doch zweimal hingucken. Kommt der Brief denn eigentlich nochmal? Oh ja, ich gehe ja dahin, meine Güte. Oh. Meine Güte, ey. Na, das kann ja was werden. Alles klar, Harry. Schnapp dir den Besen und los geht's. Ja. Willkommen zum Quidditch-Training. Ja, hallo. In einem Quidditch-Spiel werden dem Team des Suchers, der den goldenen Schnatz fängt, 150 Punkte zugeteilt. Wow. Deshalb wird der Sucher auch so oft gefoult und wir müssen viel üben. Zunächst üben wir mal die grundlegende Steuerung des Besens auf diesen speziellen Übungsbesen. Aha. Mit diesem Besen kannst du nicht sehr hoch fliegen, sodass wir uns prima damit beschäftigen können, wie man ihn lenkt. Toll. Steuere rechts und links, um zwischen den Pfosten zu fliegen und verwende die Kreuztaste, um zu beschleunigen. Hm. Versuch den Parcours zu beenden, bevor meine Stoppuhr abgelaufen ist. Bereit? 3, 2, 1... Wie du was stoppen? Flieg durch die Pfosten, Harry. Ja. Gute Arbeit, weiter so. Ja, ist ja auch nicht schwer. Ach Gott, Gute der schon Arbeit, wieder. Weiter so. Halt die Klappe. Was macht denn der da schon wieder? Fotos. Gute Arbeit, weiter so. Oh, ey.
Genau, Harry! Genau, Harry! Das ist gut. Hervorragend! Für diese Leistung hast du Goldflügel und 25 Hauspunkte für Gryffindor verdient. Ah, wow. Also, Harry, jetzt versuchen wir uns an der nächsten Übung. Ich habe zwei Besen, aus denen du wählen kannst. Probier einfach beide aus und nimm den, der dir besser gefällt. Wie? Hier ist der erste. Probier ihn aus, indem du durch diese Ringe fliegst. Ah, das ist mit Invertsteuerung. Nee, den will ich nicht. Manche Leute bevorzugen die Umkehrung der Steuerung für oben und unten. Mit diesem zweiten Besen kannst du dies ausprobieren. Ja, ich nehme den zweiten, ist doch klar. Möchtest du sie nochmal testen? Nee. Also, Harry, welcher gefällt dir besser? Wähle deinen Besen mit rechts und links. Wenn du die Steuerung zu einem späteren Zeitpunkt umkehren möchtest, geh eben zum Optionenmenü. Das war total überflüssig. Du hast das Quidditch-Grundtraining abgeschlossen und kannst jetzt in der Quidditch-Liga spielen. Wow, cool. Fahren wir mit dem Training für Fortgeschrittene fort. Ich dachte schon. Du hast das grundlegende Quidditch-Training erfolgreich beendet. Möchtest du fortfahren? Ja. Gute Arbeit, Harry. Die Türen zum Quidditch-Platz stehen immer für dich offen. Wie, das war's? Gott. Und dafür... Hey Harry, wie wär's mit ein bisschen Duellierpraxis? Ja, wo sind wir denn? Ich weiß nicht. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, warum nicht? Ich hab Fred vor dir besiegt. Aber wenn du gegen alle Gründermeister antreten willst, brauchst du Übung. Das ist nun auch wieder wahr. Wie wär's hier? Das sieht gut aus. Der Weg trennt uns wie eine richtige Arena. Keiner von uns darf den Weg überschreiten. Denk dran, Harry. Weiche Zurückflüche wirkst du mit der Kreuztaste, Bonusflüche jedoch mit der Kreistaste. Oh, schau, diese Blumen. Sie funkeln richtig. Und das bedeutet, ein paar Bonusflüche sind hier versteckt. Okay, lass uns anfangen. Ich habe nie gesagt, dass ich... Bereit? Ach so, der redet noch. Duelliert! Aber ich habe nirgends gesagt, dass ich das machen will. Okay, pass auf, Harry. Jetzt zeige ich es dir. Wow. Also, konzentrier dich. Bewege deine Füße und wehre meine Bücher. Aber wie schreist du denn? Wie ein Mädchen. Ha! Gut gemacht, Harry. Runde 1 geht an dich. Ja, es war ja klar. Ich gewinne immer. Bereit? Duelliert! Aber das macht schon Spaß. Okay, pass auf, Harry. Jetzt zeige ich's dir. Also, konzentrier dich. Bewege deine Füße und wehre meine Flüche ab. Sag mal, ey, warum reden denn immer alle dazwischen, egal was ich mache? Scheiße, der ist ausgewichen. Wie er schreit, wie ein Mädchen, ey. Beweg dich mehr, Harry. Fußarbeit ist das Wichtigste beim Duell. Halt doch mal die Klappe. Woher kann der den Zauber? Sag mal, wie schreist du? Wie ein... Wow, klasse, Harry. Du bist wirklich gut. Könntest wohl jeden schlagen. Ja, klar. Aber ich glaube, ich muss gegen Malfoy auch noch antreten. Ja. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hast du gehört, dass die Slytherins einen neuen Sucher haben? Ah. Wer kann es wohl sein? Ich bin Sieh mal, was mein Vater dem gesamten Slytherin-Team gekauft hat. Das allerneueste Modell kam erst im letzten Monat raus. Ich glaube, er schlägt den alten 2000er um Längen. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Team einkaufen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ron, bist du okay? Mir geht es nicht gut. Was für ein Ron, du läufst besser schnell zu Hagrid. Geh mit Ron, Harry. Und lass ihn nicht aus den Augen. Oh Mann, Ron, ey. Oh Gott, was ist denn das? Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Weg? Jetzt kotzt er die ganze Zeit. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ey, was ist denn das für ein Weg? Mal ganz ehrlich. Oh, ja, das war keine so gute Idee. Oh, die Büsche darf ich nicht berühren. Okay.
Ja, wusste ich ja nicht. Gott, ey. Da, sehr schön. Habe ich gebraucht. Jetzt läuft ja ganz normal. Na klar. Oh Gott. Oh nein. Oh, nee. Boah, es ist scheiße hier mit der Schlucht. So. Ja, und Ron hat natürlich überhaupt gar keine Probleme. Der läuft auch ganz normal auf der Schleimspur. Außer ich rutsch hier aus. Warum denn? Das verstehe ich nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich den aus den Augen verliere? Stirbt der denn? Ja, super gemacht. Aber ist eh egal. Ich glaube, ich kann mit den Bohnen eh nichts machen, oder? Oh, sind wir mal da endlich? Na, dann laufe ich nicht auf der Schleimspur, ist doch klar. Oh, nee, ich verliere den. Aber so bin ich schneller eigentlich, wenn ich hier... Oh Gott. Oh. Gott, ist das scheiße. Aber ich bin noch nicht runtergefallen. Ich knall hier nur in Büsche. Gar kein Problem. Oh ja. Im ersten Teil war doch sowas ähnliches mit Malfoy auf dem Besen. Das war doch auch in dem Wald. Oder, ja, auf den Ländereien. Das ist ja nicht der Wald. Ah! Erstmal kotzen. Mhm. Ah ja. Okay, Harry. Die Schnecken müssen alle raus. Ich gebe dir Fangs Futternapf zum Auffangen. Beweg den Napf unter Ron, um sie aufzufangen. Leere ihn dann so oft es geht in das Fass, indem du die Quadrattaste drückst, damit er nicht überläuft. Schnell, Harry. Viel Glück. Das sind ja echt witzige Minigames hier. Ach du Scheiße. Oh, jetzt muss ich besser timen. Ja, er kotzt hier erstmal Hagrids Hütte voll, gar kein Problem. Ja, und dann fangst Futternapf, weißt du? Gut gemacht, Harry. Das war eine gute Leistung. Mhm. Krieg ich jetzt dafür auch einen Pokal, oder? Oder irgendwie... Nee? Wie geht es dir, Ron? Ich will nie wieder Schnecken sehen, solange ich lebe. Beim nächsten Mal kriege ich Malfoy. Wie kann er Hermine nur Schlammblut nennen? Wo guckst du denn die ganze Zeit hin? Es ist nur ein Wort. Ja, aber es ist so ziemlich das Gemeinste, was ihm einfallen konnte. Schlammblut ist ein wirklich schlimmes Schimpfwort für jemanden, der aus einer Nicht-Magier-Familie stammt. Ein paar Zauberer glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie reinblütig sind. Danke, dass du mich verteidigt hast, Ron. Besonders, weil doch dein Zauberstab kaputt ist. Ich kann die Schnecken immer noch schmecken. Ich muss mir, glaube ich, mal die Zähne putzen. Mist, schau mal auf die Uhr. Wir sollten schleunig zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Muss das sein? Also Harry, ich weiß wirklich nicht, was du gegen Professor Lockhart hast. Er ist doch ein fantastischer Lehrer. Nee, er ist scheiße. Na, zumindest glaubt er das. Verteidigung gegen die dunklen Künste findet im Oberschloss statt. Ich bringe dich hin, Harry. An alle die, die Harry Potter nicht so gut kennen... Also Schlammblut ist in etwa genauso schlimm in der Zaubererwelt, als wenn man bei uns Neger zu einem Schwarzen sagt. Ja, das darf man ja auch nicht mehr sagen. Aber natürlich nennen sich die Schwarzen gegenseitig so. Das ist dann in Ordnung und ja. Aber dürfen die ja auch. Ach so, was mache ich denn jetzt? Wo soll ich hingehen? Ins Obergeschoss? Obwohl, ich könnte eigentlich auch mal versuchen, diesen Duellierclub da zu machen, ne? Ich müsste doch genug Karten haben. Bartvogel! Guck eben, wie viel ich da brauche. Da. Kräuterkunde, Klassenpokal.
Ach so, und den Rennpokal. Ah, okay, dann gibt's doch nur. Ja, gut, ist dann eben so, ne? Ja. Ach so, da kann ich einfach so rein. Hm. Brauche ich kein Passwort für. Auch nicht schlecht. Boah, ist das riesig hier. Was ist denn das schon wieder? Nintendo! Ey, kannst hier keine normalen Wege geben? Es muss immer alles irgendwie mit Treppen und es sowieso zu. Ach, da komme ich gar nicht hin. Ah, nee, kann ich ja ganz vergessen. Ach, da muss ich auch alle Zauber für können, so wie es aussieht. Ah. Mal gucken, ob ich schon was machen kann. Ich spreche mal die an. Was ist das? Nee, nichts. Viel Glück, junger Gryffindor. Du wirst es brauchen. Quatsch, brauche ich nicht. Ich bin doch Harry, ich kann alles. Ich bin der Beste. Ich brauche kein Glück. Ui. Boah, epische Musik. Boah, ist das riesig. Wo kommt denn das her auf einmal? Warum sind wir auf einmal draußen? Ach so, weil es Türme sind. Ja, klar. Du hast mich also gefunden. Den Hufflepuff-Zauberduellmeister. Niemals wird ein Gryffindor mich schlagen. Ich fordere dich zum Duell. Nee, ich fordere dich. Bereit? Ich habe ja die Tür betreten. Duelliert. Mister abgehoben. Beide Spieler greifen sofort an. Oh, und natürlich muss alles immer kommentiert werden. Jetzt ja, bist du ja nicht so spannend. Gut, wa? Guck, ja, einmal hast du mich jetzt getroffen, mir kaum was abgezogen. Oh, und die erste Runde geht an Potter. Ja, Gott, es war ja nicht schwer. Bereit? Duelliert. Auf geht's in die zweite Runde. Mann, halt doch mal die Klappe. Dass die immer alles kommentieren müssen, ey. Man kann nichts in Ruhe machen. Mann, lass das mal. Huch. Ja, ich kann dich auch ohne Bonuszauber besiegen. Oh, da muss ich wirklich ein bisschen mehr anstrengen. Nein, muss ich nicht. Ich gewinne eh. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Na gut, diesmal ist ja besser. Aber muss man sagen. Kommt. Aber wofür kommentierst du eigentlich? Hier ist nicht mal ein Publikum. Guter Schlag von Potter. Ja, gewonnen. Expelliarmus. Guter Schlag. Mhm. Mensch, Harry, du hast gewonnen und dabei meinen Zauberstab ruiniert. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Du hast sie verdient. Helga Hufflepuff. Wow. Helga habe ich bekommen. Ja, ist gut. Weiter. Ja, das war ja nicht schwer. Und kann ich jetzt weitermachen? Oder ich weiß... Glückwunsch, junger Freund. Es ist schon ein Kunststück, wenn man den Hufflepuff-Zauberduellmeister besiegt. Aha, echt? Fand ich jetzt aber gar nicht. Also 10 Karten habe ich. Mal gucken, was ist das? Sieh an! Ein Gryffindor will sich duellieren. Du verschwendest nur deine Zeit. Vor allem, weil du keine 20 Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer besitzt. Hau ab! Hey, sei mal ein bisschen netter. Komm schon, verrückter Gryffindor. Ach so, und hier kann ich, oder was? Ja, cool. Ravenclaw. Ah, ja. Okay, also für Slytherin brauche ich 20. In Ordnung. Hallo. Na? Ja, komm. Herzlich willkommen in der Ravenclaw-Duellier-Arena, Harry Potter. Ich bin der Ravenclaw-Zauberduellmeister. Und erst 5 Jahre alt. Du bist ein harter Brocken. Aber lass dir gesagt sein, mich haben nur wenige besiegt. Also dann, auf geht's. Die klingen alle wie Kleinkinder. Duelliert. Weißt du, erst 2 Jahre alt und dann einen auf Meister machen. Gute Kombinationsarbeit vom Meister. Okay, der ist besser. Du wirst mich nicht besiegen. Schaut euch das an. Boah, ich glaube aber, der ist gut. Der ist wirklich gut. Wahrlich meisterhaft. Scheiße, ich glaube, er besiegt mich.
Reaktion von Potter? Von Potter? Unglaublich! Potter reagiert prompt. Oh, ja! Und die erste Runde geht an Potter. Ja, war aber knapp auf jeden Fall. Bereit? Duelliert! Das halt voll. Geht in die zweite Runde. Nee, also diesmal... Nee. Also die erste Runde war schon die beste. Gute Aktion von Potter. Nicht getroffen. Hihi. Potter reagiert prompt. So, na, die zweite Runde war ja schlapp, wa? Wow, du hast mich besiegt, Harry. Pass auf, da verschwindet mein Zauberstab. Ja toll, jetzt hast du keinen mehr. Sehr scheiße. Das war gut, Harry, und du bekommst dafür diese Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Der Sound mal wieder. Ja, fertig. Yeah. Ja gut, dann brauche ich jetzt noch 11. Wie viel habe ich denn? Sehr gut, Harry. Ich bin beeindruckt. Sie verlassen den Raum als Sieger. Ich bin mal gespannt, ob Sie den Slytherin-Zauberduellmeister besiegen. Slytherin?